Herzlich willkommen an alle. Mein Name ist Ursina und ich freue mich extrem, dass du da bist, immer jeden Morgen. Und möchte ich auch mich bedanken bei all die, die mich auch weiterempfehlen. Das ist so schön, dass diese Yoga-Stube immer größer wird und dass wir jeden Morgen gemeinsam praktizieren können. Also vielen, vielen Dank. Dann lass uns anfangen. Und heute starten wir ein bisschen anders, und zwar mit einer Übung für unsere Augen. Das heißt, schließe jetzt deine Augen, du sitzt in eine aufrechte Haltung. Deine Füße sind aktiv, die Zehen auseinander gespreizt. Und dein Kiefer locker, die Atmung ist tief. Atme ganz tief in deine Augenmuskeln ein. Halte den Atem und dann öffne die Augen und dann schaust du oben rechts, unten links, 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 oben rechts, unten links. Schließt du deine Augen, atmest du aus. Nur deine Augen bewegen sich. Tief in deine Augenmuskeln einatmen. Halte den Atem. Öffne die Augen. Schaue oben links, unten rechts, oben links, unter rechts, oben links, unter rechts, oben links, unter rechts, oben links, unter rechts. Schließt du deine Augen, atme aus. Wir gehen jetzt die eine Uhr lang. Atme ganz tief in deine Augenmuskel ein. Halte den Atem, öffne die Augen und dann schaust du auf 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Schließt du die Augen, atmest aus. Bewusste Einatmung in deine Augenmuskeln. Haltest den Atem, öffnest deine Augen, schaust auf 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wieder die Augen schließen, ausatmen. Nimm jetzt einen Finger, den Zeigefinger vor deine Nase und öffne kurz deine Augen, fokussiere die Spitze deines Zeigefingers und dann nehme 3 Meter oder 4 vor dir einen Punkt in deine Ferne wahr und fokussiere dort diesen Punkt. Das sind deine 2 Fokuspunkte. Schließe wieder deine Augen, atme tief in deine Augenmuskel ein. Halte den Atem, öffne die Augen, fokussiere den Nahpunkt und dann den weiten Punkt. Und dann zurück zum Nah. Gehst deinem Rhythmus immer schön fokussieren. Dann schließ deine Augen, atme es aus. Nimm deine Hände zusammen, du die zusammenreiben, die Handflächen ganz fest, sodass eine schöne Wärme entsteht. Deine Augen bleiben geschlossen. Und dann legst deine Handflächen auf deine geschlossenen Augen. Und atmest diese Wärme in deine Augenmuskel ein. Entspanne all das Gewebe rund um deine Augen, deine Pupille, Augenmuskeln. Und nimm dir vor, heute deinen Blick nach innen zu richten, den Blick zu schärfen. Und sei ganz neugierig, für was das kommt.
innerlich die Signale deines Körpers und deines Geistes. Und dann ganz langsam nimmst du deine Augen, deine Hände wieder nach unten, die Augen bleiben geschlossen. Mach einen tiefen Atemzug in deinen Augen. Und dann ganz sanft öffnest du sie. Und wir gehen weiter mit einem Seated Side Bend, One Leg Straight with Chest Open. Dein linkes Bein ist gestreckt, Zehen gehen auseinander. Atme tief ein, zieh dich auch mit deinem linken Arm, das ist der, wo den gestreckten Bein hat. Dann legst du die Hand flach auf den Boden, die Schulter ist tief, atme aus. Mit der nächsten Einatmung, dein rechten Arm geht gerade hoch, Finger sind aktiv. Und mit der Ausatmung ziehst du deine Hand nach hinten, Nacken, ganz entspannt sein, linkes Ohr, linke Schulter. Mit der nächsten Einatmung zieh deine Schultern weg von den Ohren. Ausatmen, Nacken entspannt. Und jetzt atme in eine Art und Weise, dass vor allem deine rechte Rippen sich ausdehnen. Also du fühlst deine Lungen, sodass du richtig wahrnimmst, wie sich die Rippen sich bewegen, sich entfernen, eins von den anderen. Zweite Haltung, Neck Release. Nimmst du deine rechte Hand tiefer als deine Schulter und lässt deinen Nacken komplett los hier. Wenn du merkst, es ist ganz schwierig, hier deinen Hals, deine Kehle locken zu lassen, dann kannst du dich mal fragen, was hältst du und was hältst du fest? Bring deine tiefere Atmung dort und die Chance zu haben, loszulassen. Nächste Einatmung, ziehst du dich hoch, die linke Hand am Kopf, begleitest du den Kopf zurück zur Mitte, streckst du deinen rechten Bein aus, atme tief ein, streck dich nach oben, ausatmen, Hand flach, Schulter ist tief. Nächste Einatmung, linken Arm gerade hoch, aktive Finger und Zehen. Ausatmen, ziehst du die linke Hand, die obere Hand nach hinten, Nacken entspannt. Schau, dass deine Schultern weg von den Ohren ist und dass der große Trapezenmuskel hier viel Platz hat. Und öffne hier mit der Einatmung deine linke Brustseite. Vielleicht jetzt ein bisschen eingerostet ist, aber du bist willig, jetzt diesen zu beatmen, zu befüllen. Zweite Haltung, Neck Release. Kommst du mit der linken Hand tiefer als deine Schulter? Und die Atmung, die fließt von dem linken Nasenloch nach unten Richtung linke Schulter. Mit jeder Ausatmung lässt du noch mehr los. Was kannst du loslassen? Nächste Einatmung, ziehst du dich hoch, die rechte Hand am Kopf, begleitest du den Kopf zurück zur Mitte.
Dann gehen wir auf den Rücken für Elbow to Knee. Wenn du das erste Mal dabei bist, kannst gerne eine Runde zuschauen. Ansonsten weißt du, wo lang die Reise geht. Bevor wir aber starten, greife mit dem Zeiger- und Mittelfinger deine Sitzknochen und aktiviere sie schon mal Richtung Gesäß, Richtung Steißbein. Um zu sehen, wow, bleiben meine Finger irgendwie eingeklemmt und weiß ich, was meine Sitzmuskeln sind, Sitzknochen. Und wenn du das so ist, dann ist es gut. Dann lege deine Hände hinter den Kopf verschränkt. Deine Füße kommen hoch, tiefer als deine Knie und die Zehen sind ganz aktiv. Atme tief ein, komme hoch mit Kopf und Schulter. Halte den Atem, drück unter dem Rücken und Boden, Steißbein hoch. Ausatmen, beide Ellbogen zum linken Knie, rechts ist gestreckt, Bauchnabel ziehst du ran Richtung Matte. Tief ein, zurück zur Mitte. Halte den Atem, drück unter dem Rücken und Boden, Steißbein hoch. Ausatmen, Ellbogen nach rechts, links, zieht weg, Zehen auseinander gespreizt, Bauchnabel zieht ran Richtung Matte. Kiefer locker, atme tief ein, zurück zur Mitte. Halte den Atem unter dem Rücken am Boden, Steißbein hoch. Ausatmen, Ellbogen nach links, rechts wie auf dem Gaspedal, zieht weg von der Hüfte, Bauch ranziehen, Richtung Matte. Tief ein, zurück zur Mitte. Halte den Atem, drück unter dem Rücken am Boden, Steißbein hoch. Ausatmen, Ellbogen nach rechts, links, zieht weg. Zehen auseinander, Bauchnabel, zieht Richtung Matte, das ist so wichtig. Tief ein, zurück zur Mitte. Halte den Atem, drück unter dem Rücken am Boden, Steißbein hoch. Ausatmen, Ellbogen nach links, rechts, zieht weg. Bauch ranziehen, Kiefer immer noch locker. Tief ein, zurück zur Mitte. Halte den Atem, drück unter dem Rücken am Boden, Steißbein hoch. Ausatmen, Ellbogen nach rechts, links, zieht weg. Bauchnabel zieht nach unten, Richtung Matte. Jetzt die Variante mit dem Sit-Bone-Squeeze. Atme ein, zurück zur Mitte. Halte den Atem unter dem Rücken am Boden, Steißbein hoch. Ausatmen, Ellbogen nach links, rechts ist gestreckt, Bauch zieht ab. Tief ein, rechte Zeige und Mittelfinger auf rechte Sitzknochen. Mit der Ausatmen aktiviere den Sitzknochen rechts Richtung Steißbein, zieh Bauchnabel dran. Tief ein, Hand zurück, Fuß zurück. Halte den Atem, drück unter dem Rücken am Boden, Steißbein hoch. Ausatmen, Ellbogen nach rechts, links, zieht weg, Bauch ran. Die feine linke Zeiger, Mittelfinger auf Sitzknochen. Mit der Ausatmen, Sitzknochen Richtung Steißbein, Bauchnabel zieht nach unten, Kopf ist immer noch entspannt in deine Hand. Tief ein, zurück zur Mitte. Halte den Atem, drück unter dem Rücken am Boden, Steißbein hoch. Ausatmen, Ellbogen nach links, rechts ist gestreckt. Geh direkt mit der Hand auf den Sitzknochen, zieh Sitzknochen zusammen, Bauch ranziehen. Tief ein, zurück zur Mitte, langsam werden wir warm. Halte den Atem unter dem Rücken am Boden, Steißbein hoch. Ausatmen, Ellbogen nach rechts, links ist gestreckt. Zeige mit dem Finger direkt auf den linken Pobacken und zieh Sitzknochen zusammen, Bauch, Nabel zieht nach unten. Tief ein, zurück zur Mitte, Hand zurück. Ausatmen, Kopf am Boden, Füße auf dem Boden. Beatme deinen Bauch bis nach unten zu deiner Hüfte. Erlaube dir an dieser Stelle deine Bauchmuskeln jetzt loszulassen. Aufregende, positive Energie, lass es in deinem ganzen Körper strömen. Und dann für Bridge with the Hands Clasped. Ziehst deine Füße nah am Gesäß, hüftbreit, Handflächen zeigen nach oben, Zehen kommen hoch. Dreh nicht mehr den Kopf, vertraue deine Stimme. Atme tief ein. Rippen expandieren sich, ausatmen, zieh deine Sitzknochen lange Richtung Verse und komme hoch mit deinem Becken. Nehme jetzt deine Hände verschränkt hinter deinem Gesäß. Das ist die einzige
Forest-Yoga-Übung, wo wir die Schulterblätter jetzt hier zusammennehmen in der Brücke. Kannst du das machen? Atme tief ein, zieh dein Brustbein mehr Richtung Himmel. Ausatmen, ziehst deine Knie nach vorne. Tiefe Locke. Atme jetzt ganz tief in deinen ganzen Torso ein. Diese Neugier, die wir am Anfang angesprochen haben, dieses nach innen forschen, kannst du jetzt in den nächsten Atemzüge genießen und machen. Was braucht deinem Herz, um in Verbindung zu sein mit dir? Ziehst du deine Sitzknochen lang Richtung Ferse? Löst den Griff mit den Händen, dann kommst du mit der nächsten Ausatmung langsam nach unten. Immer schön deine Sitzknochen lang ziehen. Drehst du dich zur Seite mit entspannten Nacken, schiebst du dich hoch. Am Schluss begleitest du den Kopf zurück zur Mitte und kommst du im Stehen. Und zwar, wir gehen in einen Krieger 2. Lass deine Beine schön auseinander gehen. Und dann dreh den linken Fuß nach links. Schau, dass der linke Ferse in einer Linie ist mit dem Gewölbe vom rechten. Komm dann tief. Schau, dass dein Knie in einer Linie ist mit dem Fußgelenk. Steißbein zieht nach unten. Dein Torso ist über deine Hüfte. Zieh deine Hände nach außen. Schau geradeaus. Für Peiko. Stell dir vor, deine Arme, das sind wie Flügel. Spreize deine Finger auseinander. Und mit der Freiheit von einem Vogel kannst du jetzt wohin gehen, wo du hingehen möchtest. Mit dieser Vogelperspektive genieße das. Mit der Einatmung ziehst du deine Schulter nach oben, raus, du sie nach hinten, öffnest deine Arme. Ausatmen, ziehst deine Schulterblätter zusammen, ziehst die Schulter hoch, Kinn leicht zur Brust, schließ die Arme. Mit der Einatmen rollst du deine Schulter wieder nach hinten, öffne hier deine Flügel. Ausatmen, wieder zurück, Kinn zur Brust. Tief ein, noch einmal hier, legst du über die Natur. Das Grüne, das Meer, ausatmen, wieder zurück. Komm dann wieder in die Neutrale für Extended Warrior with Chest Opener. Kommst du nach unten mit dem linken Oberarm, schiebe dich hier weg mit der Kraft deiner linken Schulter. Mit der Ausatmung ziehst du den rechten Arm hoch und nach hinten. Nacken darf immer entspannt sein. Dreh den Kopf so, wie es für dich Sinn macht. Atme ein, bleib aktiv mit der linken Schulter. Du schiebst dich weg von den linken Oberschenkeln. Mit der Ausatmung öffnest deine ganze Frontseite. Entspannte Nacken. Nächste Ausatmung lässt du, kommst du wieder nach unten für den halben Mond, aufgepasst. Vielleicht brauchst du deine Rolle oder den Block oder einen Buch. Schiebst du dich nach vorne, verlagerst das Gewicht auf deinen linken Bein, die rechte Hand ist auf der Hüfte. Öffnest deine rechte Hüfte nach oben. Und wenn du weitergehen möchtest, kannst du die rechte Hand nach oben schieben. Die Hand kann auf dem Block sein, muss nicht, das kann auch auf dem Boden sein. Schau hier, dass deine Beine ganz aktiv sind. Zieh die Oberschenkel an.
Fixiere einen Punkt auf der Matte und vertraue deiner Stärke, dein Gleichgewicht, deine Stabilität. Löst du auf, kommst du wieder nach unten. Wir gehen in den herabschauenden Hund. Und hier beugst du dann die Knie, nimmst du die Rolle und platzierst sie in das Weiches des Bauches und legst du drüber. Also keinen Druck auf deine Rippen, die Beine sind verlängert nach hinten. Die Sitzknochen ziehen Richtung Ferse. Lege mal auf der Rolle, es kann unangenehm sein. Dann kann sein, dass du etwas zu verdauen hast, nicht nur Essen. Deine Hände sind unter die Schultern. Wir machen Cobra Push-Up over the Roll. Mit der nächsten Einatmung drückst du die Bauchdecke Richtung die Rolle, kommst du leicht hoch mit deinem Oberkörper in den Cobra. Ausatmen, lässt den Bauch los, kommst über die Rolle. Atme tief ein, drück die Bauchdecke gegen die Rolle, schiebe dich hoch, Sitzknochen ziehen immer Richtung Ferse. Ausatmen, lässt den Bauch los. Atme tief ein, drück den Bauch gegen die Rolle, komm hoch. Atme aus, lass den Bauch los, komm wieder nach unten. Hände unter deine Schultern, schiebe dich zurück, nehme die Rolle weg, herabschauenden Hund. Für Kaltok auf der rechten Seite. Nächste Einatmung, großen Schritt nach vorne, Krieger 2. Schiebe dich hoch. Weite deine Flügel aus. Mit der Einatmung zieh deine Schultern nach oben, drehe die Arme, öffne dich hier. Ausatmen, Schulterblätter zusammen, Kinn zur Brust, schließe die Arme, Finger aktiv. Tief einatmen, nur deine Schulter und Schulterblätter arbeiten hier. Ausatmen, schließt du wieder. Ein letztes Mal, deine Lieblingsreise in den Himmel, kannst du diese Vogelperspektive genießen. Und aus. Extended Warrior with Chest Opener, kommst du nach unten, schiebst du dich mit der rechten Schulter weg, linken Arm gerade hoch und dann nach hinten. Nacken entspannt. Mit der Einatmung zieh deine Kopfkrone weg von deiner Hüfte. Mit der Ausatmung zieh die Sitzknochen mehr Richtung hintere Ferse. Nacken entspannt. Und was braucht deinem Herz? Welche Wahrheit möchte deinem Herz wirklich leben? Löse auf für den halben Mond, allenfalls einen Block oder etwas nehmen für deine rechte Hand. Schiebe das Gleichgewicht und dein Gewicht auf deinen rechten Fuß. Öffne hier den linken Bein hoch. Wenn du weitergehen möchtest, lege Hand gerade Richtung Himmel. Aktiviere deine Zehen, deine Oberschenkelmuskeln. Dann schaue, wie kannst du den Nacken möglichst locker lassen, auch in diese so intensive Übung. Löse auf. Komme wieder nach unten und in den herabschauenden Hund. Lass uns hier drei Löwenatmung machen.
Und du die Zunge nach außen bringst, Augen offen und einfach das, was du nicht mehr brauchen kannst, loslässt. Tief durch die Nase einatmen bis zu deinen Hüften. Und ausatmen, Lions. Tief ein bis zur Hüfte. Und ausatmen, Zunge raus, Augen ganz offen. Noch einmal, tief durch die Nase ein. Du kannst auch laut werden. Beugst du deine Knie, sitzt du dann auf der Matte. Für einen Twist, Seated Twist, kannst du deinen Bein entweder gestreckt lassen oder nimmst du den gebeugt nach hinten. Wichtig sind, dass beide Sitzknochen auf dem Boden sind. Richte dich hoch und dann nimmst du den entgegengesetzten Arm von dem Bein, wo du oben hast, und umarmst dich ganz fest. Die andere Hand geht hinten angesetzt. Atme tief ein, zieh dich in die Länge. Schaffe Platz zwischen deinen Rippen und mit der Ausatmung drehst du dich Richtung deinen hinteren Arm. Dein Kinn bleibt in einer Linie mit deinem Brustbein. Um deinen Nacken einen Gefallen zu machen. Bleibe verbunden mit deiner Atmung. Kiefer ist locker. Und dann drehst du dich wieder zurück. Wechselst du die Seite. Sitzknochen in den Boden, die Zehen sind aktiv. Greife mit den Armen deinen oberen Knie, die andere Hand hinten am Gesäß. Atme tief ein, zieh dich in die Länge. Und in dieser Länge nützt du mit der Kraft deine Arme die Gelegenheit, um dich zu drehen, von der Lendenwirbelsäule nach oben Richtung Kopfkrone. Dein Nacken ist entspannt. Mit der Einatmung ziehst du deine unteren Rippen weg von der Taille. Ausatmung lässt deinen Kiefer noch lockerer sein. Und dann nächste Ausatmung, kommst du wieder zurück. Du legst dich auf dem Rücken für den Shavasana. Und zwar mit den Handflächen nach oben gerichtet. Die Füße, die nach außen fallen. Schau, dass du wirklich eine gerade Linie bist, also keine Bananas. Und schließ deine Augen. Erlaube dich hier, vollkommen bei dir anzukommen, den Blick nach innen zu richten und ganz neugierig und hellhörig sein und hellsichtig, was braucht deinem Herz, was braucht deinem Geist, damit es dir gut geht. Sei offen für die Antworten deines Herzens.
atme tief wieder ein. Fühle deinen Körper mit Freude, mit Neugier. Mit Vertrauen. Bewege langsam deine Finger, deine Handgelenke, deine Zehen, deine Füße. Strecke dir, wenn dir danach ist. Und beuge die Beine. Dreh dich zu deiner Lieblingsseite. Und mit ganz entspannter Nacken schiebst du dich hoch. Am Schluss begleitest du mit der unteren Hand deinen Kopf zurück zur Mitte. Nimmst deine Hände vor deinem Herz zusammen. Atme tief in deinem Herzen hinein. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Namaste.